Herzlich willkommen am wunderschönen Samstag, den 18. Juni 2016. Ich habe hier noch was gefunden. Und ich glaube, das langt, oder? Langt das? Müsste eigentlich, ne? Das haben wir jetzt wahrscheinlich für den Wegbau hingelegt. Das hier gefunden. Und somit sind wir ja vorbereitet, ne? Für das, was jetzt kommt. Mal sehen, ob mein Plan aufgeht. So, so, so. Nee. Mir fröhlich und munter die Treppe. Das schaut doch eigentlich ganz gut aus. So. Ja, das muss ja eh weg hier. Und es wird Nacht. Bitte lasst mich jetzt nicht schlafen wollen. Ihr wisst, dass es Nacht ist. Bitte. Gute Community. Großes Lob. Großes Lob. Logischerweise, wenn es Nacht wird, sind da Monster. Das Lustige dabei ist, die Spieler kommen an manchen Orten gar nicht so hin, weil das eben ihnen verwehrt wird. Weil das eben Räume sind, die nur Admins betreten dürfen. Wenn da Monster spawnen und die snipern da raus, ist das ein bisschen dämlich eigentlich für die Spieler, weil die können die nicht bekämpfen. Es ist nur mit Bogen möglich, teilweise. Okay, jetzt ist der Stein ausgegangen, aber ich kann das mal von unten betrachten. Hier sind nämlich auch ein paar Gesellen gespawnt, die uns helfen wollen. Müssen wir erstmal ein bisschen ausleuchten hier. So. Schaut doch ganz gut aus von unten jetzt, ne? Von unten schaut's gut aus. Ziehen wir das jetzt so hier runter mit gemeißelt? Oder gehen wir da einen rein? Bin nämlich stark dafür, jetzt hier reinzugehen. Bauen wir mal ein Haus verkehrt rum auf. Wir haben jetzt aber nur noch drei. Dann markieren wir das erstmal. So. Wir haben ja da oben noch was, ne? Müsste ja eigentlich. Ja.
Ist das so? Ein so tief, aber immerhin. Das wird schmerzvoller. Rüber. Können wir unten auch das hin? So eine Zwischenetage. Ja, ne? Ziehen wir auch so einmal rum. Autsch. Das tut weh. Vier Herzen. Ich habe jetzt nichts mehr. Ganz kurz hier. Gemeißelt, da ist er nicht mehr drin. Da machen wir uns Slashen. Wer von euch ist der König der Burg? Achso, die bauen ja gerade ihr eigenes Imperium auf. Wer sich gerade wundert, ist der Cedric denn hier wahnsinnig? Beantworte ich gern ja. Aber ich habe ja gerade keine Rüstung an, so wie ihr seht. Erstens kriege ich da mehr Schaden. Und zweitens. Oh, ich habe gerade einen schönen Creeper um die Ecke. Grün und auch noch einen Kopf von ihm. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ja. Ja. Mal ganz kurz den Fly-Modus an. So. Mach's wieder aus. So, deaktiviert. Mal kurz ein Bild machen.
Bin gerade am Überlegen, wie ich das mache. Vor allem hier unten. Ob ich das einfach so mache. Und hier kommt so ein Zweier-Eingang rein. Habe ich was vergessen? Aber das sieht man eh nicht. Kann man mit Erde füllen. Aber mit Sand. Gute Idee. Das schaut gut aus. Und das können wir jetzt hier füllen mit Glas. Dazu braucht man hier 1, 2, 3 Sandstein. Glatter Sandstein. Nein. So. Schaut das aus? Nee, das schaut nicht so aus. Ich muss die mal wieder wegnehmen. Das. Ah, das gefällt mir besser. Schaut das auch ganz gut aus. Ist immer eine Fabrik, ne? Was willst du machen? Das sind auch zwei Vierer. So, 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 so. Und hier müsste dann ja komplette Wand. Sozusagen. Mit glatten Sandstein. Einen haben wir noch über. Perfekt. Also, das ist gemeißelt, das ist Sandstein, das ist gemeißelter. Das ist Sand, das ist glatter Sandstein. Oh, haben wir noch welchen? 18 Stück.
So. Hier auf jeden Fall noch mal ein paar Fackeln hinstellen. So, da gehen wir noch mal. Hier haben wir, glaube ich, auch noch welchen drin. Ne, hier ist noch Sand. Ne, hier ist Sandstein. Unten ist auch noch Sandstein. Sandstein, Sandstein. Das sind nochmal 4 Stacks. Nicht ganz. Mal ganz viel glatter. Nicht ganz hoch. Ja, wenn ich jetzt hier so Tropenholztüren hinmache, dann ach Mensch. So. Thais Thais, ne? Ah, so klappt es perfekt. Und ja, weiter geht's. Zweiter Stack. Zwei Halbwandersalz, ne? Das klappt sogar. So, so, so. So. Dann haben wir das schon mal fertig. Jetzt brauchen wir eigentlich nur das Glas. Einen guten Boden. Und den Boden mache ich mal als Eichenholz. Oder machen wir den auch aus Tropenholz? Können wir auch aus Tropenholz machen. Da haben wir ja noch was. Aber hier ein bisschen ausheben. Warum einen? Einen müssen wir dann noch ausheben. Können wir dann ja auch sowas reinmachen. Passt irgendwie. Die habe ich ja auch mit dabei. Geht's ein bisschen schneller. Zwei, vier, sechs, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Passt nicht. Aber neun, da passt ein Dreier. Ja, Dreier gesagt. Das müsste passen.
alles noch da, was wir brauchen. Alles gut. Das passt sogar. Machen wir nämlich hier Mischmasch Eichenholz und Truppenholz. Dass wir ein bisschen was reinbekommen. Ein kleines Muster. Für die Angestellten bestimmt auch sehr schön, einen abwechslungsreichen Boden zu haben. So, gehen wir schnell rüber. Wir sind noch ein bisschen über der Zeit drüber, hatten schon am Mittwoch eine lange Folge. Ein Stack reicht auf jeden Fall. So. So. Damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ciao, ciao, euer ZDKSOZ. Vom City aus dem Reich im Fernsehen. Tschüssi. Schönes Wochenende.